Wenn man jetzt Mitarbeiter einstellt im Autohaus, dann gehen die meisten Geschäftsführer davon aus, oder die einarbeiten, dass da gar keine Einarbeitung stattfinden muss, weil das sind ja Personen, die kommen aus dem Bereich, die müssen ja davon Ahnung haben. In der Werkstatt, im Vertrieb, beziehungsweise auf dem Hof. Und letztendlich bleiben dann die Ergebnisse aus, weil es findet meistens keine Einarbeitung statt. Und dabei ist die so maßgeblich notwendig, weil in jedem Autohaus ist eine unterschiedliche Stimmung und Vorgehensweise. Und wenn man das nicht verstanden hat, dass andere Autohäuser anders ticken, anders funktionieren, dann wird man meistens diesen Kandidaten nicht dahin bekommen, wo man ihn haben möchte, weil diese Eigenschaft, die dahinter liegt, diese Erfahrung, all das kommt komplett auf einen anderen Bereich aus und darauf bereiten sich die meisten Leute nicht vor und sehen dann herausfordernd zu, wie das stattfindet, weil es bleibt nichts von dem, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Und im Arbeitsvertrag sind gewisse Punkte hinterlegt, wo man dann einfach nur denkt, okay, das ist jetzt eine Serviceassistenz oder ein Serviceberater, der muss das ja schon wissen. Nein, er weiß es nämlich nicht, weil er weiß nicht, wie das bei euch im Haus stattfindet. Und das ist etwas, wenn man von der Strukturierung her und von der Vorgehensweise genau das mal beleuchten würde, dann würde man herausfinden, dass das alles funktionieren kann. Aber die meisten haben gar keinen Bewerberprozess und Einarbeitung steht da gar nicht auf einem Blatt Papier geschrieben, sondern es findet niemals statt. Der Tod ist eigentlich vorprogrammiert, weil keiner wird irgendwie in einer Art und Weise eingearbeitet und letztendlich wundert man sich dann, okay, ich habe schon wieder Verlust erwirtschaftet, weil ich nicht weiß, wie ich mit diesen Personen umgehen muss. Dann frag doch einfach mal Personen, die dir dabei Unterstützung anbieten können. Ein Vorgang, der so zu verstehen ist, dass sie ganz genau wissen, was sie machen müssen, um welche Uhrzeit, wie ist denn die Kontaktaufnahme, wie ist das Gespräch, wie ist die komplette Führung, wie ist überhaupt die Einarbeitung zu verstehen, so dass derjenige sich auch wertgeschätzt fühlt. Findet das statt bei dir in deinem Autohaus? Oder ist das so zu verstehen, dass man einfach nur sich denkt, ich hab's ja angedacht, in deinem Kopf bleibt also das Gedankengut, aber es wird nicht übertragen. Und dann erwartest du trotzdem noch irgendwelche Ergebnisse, weil du das dir wünschst. Nein, du musst dir so vorstellen, all das, was du einem anderen Menschen mit auf den Weg geben möchtest, das musst du ja auch mal von dir hören oder von einer Person, die das in dem Fall am besten übertragen kann an diese Person. Und erst dann findet das statt. Und ansonsten wirst du das nie wahrnehmen und für dich beanspruchen können, weil es ist letztendlich bei dir geblieben. Daran kannst du arbeiten und mit dem kannst du arbeiten. Voraussetzung ist natürlich, dass du es möchtest. Dass du wirklich den Hintergrund, der dahinter liegt, verstanden hast. Und erst dann kannst du weitermachen. Kannst du von deinem Punkt aus das für dich verstehen und verarbeiten und verzeichnen. Ohne den wird das nichts. Und wenn du jetzt sagst, der richtige Punkt ist gekommen, dass das bei dir auch stattfindet, dann such doch mal einen Kontakt mit mir zum Beispiel auf. Dann gucken die jetzt gerade, wo du gerade stehst, wo du sein könntest und vor allem, wo du sein wolltest, im besten Fall mit den Kandidaten und was dafür notwendig ist. Dann gucken wir ganz genau, wie der schnellste Weg dahin ist. Und was wir dafür für Hebel in Bewegung setzen müssen oder Knöpfe, die wir ganz klar so bearbeiten, dass es für dich zu einem funktionierenden roten Leitfaden wird, wo du ganz genau weißt, du musst noch den Fahrplan dahingehend ausrichten und der Rest kommt hinterher. Und wenn du ganz klar für dich das herausgefunden hast, das möchtest du auch, mach das jetzt einfach mal, nimm die Zeit, geh auf meine Seite, peterzanter.de, dann gucken wir einfach, wie das für dich realisierbar wird. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, dann teile es jetzt mal mit den Kandidaten, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht nur sehen, hören und verstehen, sondern im besten Fall mit ihnen in ihr Leben integrieren, weil nur so kommt man weiter voran, weil du setzt dich auch nicht in ein Auto ohne Benzin oder wie auch immer es gerade angetrieben wird und weißt ganz genau, der Tank ist voll, weil du mich an deiner Seite hast und dann macht das Autofahren oder die Führung im Autohaus Spaß. Nimm dir also jetzt die Zeit, mach da was draus, teile das mit den Kandidaten, wo du ganz genau weißt, die sollten das mit auf ihren Weg bekommen. Und ich freue mich darüber, wenn du mir ein Abo hinterlässt und meine weiteren Videos dir genauso anschaust. In diesem Sinne, mach da was draus. Ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen und bis dann.